Ja und nein. Philosophie hört sich immer an, als ob man dann irgendein Buch und ein paar Sätze da drin sind und diese Sätze muss man umsetzen. Insofern ist es nichts Festes. Philosophie ist allerdings in dem Sinne, die Werte von BMW drucken wir immer in dem Segment aus, sagen wir Segment adäquat. Das hört sich sehr marketingmäßig an. Das heißt aber, wenn wir einen Supersport machen, das muss eigenständig sein. Sie muss aber die Maschine ansehen, dass die für Höchstgeschwindigkeit vorgesehen ist, dass für Beweglichkeit, für Sportlichkeit eigentlich ausgelegt ist. Und in diesem Fall, gerade bei dieser Maschine, wie allen Maschinen, geht es erstmal die Technik, das Engineering, das das Motorrad hat, auszudrücken. Was heißt das? Also das ist ein Wahnsinnsmotor. Die kann was, was kein anderer Motorrad kann oder Motor kann. Die hat Drehmoment, die ist sehr souverän, ist ein Kraftpaket, muss es aber nicht zeigen wie ein Halbstarken. Das ist richtig so ganz souverän, elegant, aber auch sehr sportlich. Und es geht darum, dieses dann auszudrücken. Sogar so, eigentlich ist es, im Englischen sagt man Reverse Engineering. Von hinten nach vorne. Was kann das und wie drückt sich das aus? Und wir fangen an mit dem Ausdruck, weil so begegnet man das Produkt. Sie laufen dran vorbei und sagen, oh, da ist was. Und wenn wir richtig geformt haben, wenn wir richtig gestaltet haben, trifft sie zuerst mal diesen Außenausdruck oder Eindruck. Okay, sie sehen sofort das allerletzte Signal, das allerletzte Strahl und dann haben sie Interesse, näher ranzugehen. Und die ganze Zeit, wenn wir es richtig gemacht haben, haben wir schon die Persönlichkeit getroffen mit unserer Formgestaltung, die dieses Fahrzeug hat. Durch den Motor, durch das Engineering, durch diese Innovation, die drin ist. Und das heißt, wenn wir es richtig gemacht haben, sie gucken die Maschine an und sagen, wow, ein Sporttourer, wow, also höchst modern, Hightech, aber elegant, komfortabel, die sieht aber nicht zu schwer aus, die sieht schon sehr agil aus. Das heißt, sie fangen an mit den letzten bisschen von den Strahlen, die rausgehen, und dann versuchen wir sie reinzuziehen. Und das machen wir, weil sie nach Philosophie fragen. Diese Philosophie haben wir eigentlich für alle Fahrzeuge. Das heißt, sie gucken GS an und wissen sofort, bah, mit der fahre ich um die Welt. Und mit der S1000 ERR gucken Sie die an und sagen, ich werde die schnellsten Rundenzeiten schaffen. Dann gucken Sie diese Maschine an, hoffentlich, und sagen, oh, mit der kann ich aber weit fahren. Und wie sagt man, sehr entspannt ankommen abends nach 1000 Kilometer mit Partnerin oder mit dem Partner. Und das ist dann, das ist diese Philosophie, wenn Sie so wollen, Strategie, Persönlichkeit, Ausstrahlung, wie man das auch nennt. Das sind BMW-Werte. Wir wollen ein besseres Produkt. Wir wollen eigentlich das Fahrerlebnis anbieten, das kein anderes so anbieten kann. Und das heißt, dass eine Klarheit, es ist nicht viele Fans, es ist nicht Mode, das ist nicht, weil es mir gefällt. Auch wenn ich mit involviert bin, es geht um viel höher, sagen, es geht um die Werte von BMW, finden wir den richtigen Ausdruck für die Firma BMW, für diese Maschine für den Kunden.